hallo, Gumache, liebe YouTube-Gemeinde, liebe Freunde, liebe Abonnente. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir gehen nämlich heute nach Koh Chang. Ab heute ziehen wir einige Videos von Koh Chang. Sind wir gespannt drauf. Heute fahren wir mal hin. Heute ziehen wir die Überfahrt, ziehen die Ankunft am Hotel. Naja, ich will nicht so viel verraten. Alles Weitere noch im Intro. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Intro ist jetzt rum und wir sind jetzt seit schon ca. 80 Kilometer gefahren Richtung Koh Chang. Wir sind jetzt seit in der Ampöglung, Provinz Chantaburi, auf dem Weg nach Koh Chang, an unserer Lieblingstankstelle hier, die Esso. Und warum das unsere Lieblingstankstelle ist und warum wir genau da frühstücken, das sehen wir jetzt gleich. Es ist nämlich ein fantastischer Platz. Ihr werdet es gleich sehen. Ganz, ganz toll. Guckt euch jetzt schon mal da die Parkplatz-Area an. Ist das nicht Hammer? Ey, was die da sich Arbeit reingesteckt haben und wie toll das alles gemacht ist. Hi, Baby. So, das ist also die Esso-Tankstelle in der Ampöglung. Da laufe ich jetzt mal mit euch entlang, weil es ist rein gartentechnisch wunderschön gemacht. Echt. Das muss ich mal in die Augen gucken. Wie toll. Also ist so viel Liebe ins Detail gesetzt, dass das wirkliche wahre Pracht ist, dass man durch eine leere Halle muss, leer schon deswegen, dass man es einfach sich angucken muss, weil das so toll ist. Ich bringe da auch immer schöne Ideen mit heim. Ob ich es umsetze, ist immer eine andere Geschichte, aber gucken euch das an, wie toll. Schöner Springbrunnen, ja? Jetzt gucken euch das an. Wirklicher Hammer. Um 9 Uhr macht das erst auf. Wir haben jetzt erst 8.20 Uhr. Guckt euch das mal an. Das ist absoluter Hammer. Absoluter Hammer. Was da Geld investiert wer ist und vor allen Dingen, welche Liebe ins Detail, das muss ich mir anschauen. Es fängt an deine Stähe an, wo du überall hingesetzt sind, geht weiter bis zu der Figur. Alles ist einfach nur Hammer. Ja, und das ist noch nicht alles. Das Schönste zeige ich euch erst noch. Da kommt ja noch viel schönere Sache. Guckt euch das an, wie toll. Hammer, absolut Hammer. Und da ist ein Brunnen, Schatz, das ist ein Brunnen, ganz tiefer Brunnen, Tiefbrunnen. Guckt euch an, da unten drinnen. Hallo! Richtig ein großer Brunnen her. Also, es ist einfach nur eine Pracht. Ein wunderschöner. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja schon fast wie ein Park. Da kann man gar nicht dazu sagen, das ist eine Tankstelle. Wenn ich da sage, das ist eine Tankstelle, das glaubt ja kein Mensch. Das ist einfach nur ein Hammer. Einfach nur ein Hammer. Ganz fantastisch gemacht. Also da Tankstelle dazu zu sagen, das kann man nicht, das Wort kann man gar nicht in den Mund nehmen. Das ist, für mich ist das ein richtiger Park. Deswegen, wenn wir da vorbeikommen, und dann müssen wir da anhalten und müssen da durchlaufen und tun uns das einfach angucken, weil es einfach nur schön ist. Es ist einfach nur super, super toll gemacht. Das ist klasse. Und direkt natürlich gegenüber ist der Dschungel, die Berge eben, ja, von Klung. Klasse. Halt mal ist er noch nicht so heiß. Das ist natürlich auch toll, wenn man so durchläuft. Wunderschön. Das ist mal fast wie so in einem botanischen Garten oder so. Ne? Also, wenn ihr da noch Koh Chang fahre,
bis nicht da unbedingt Halle. Das ist absolut meine Empfehlung. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es ist eine wahre Pracht, da herzugehen und sich das Ganze anzugucken. Da ist noch mal so ein Brunnen. So ein richtiger Brunnenschacht ist das. Guck mal, gemacht wie große Baumwurzel. Da ist die große Pumpe drin. Das ist auch ein richtiger Brunnenschacht, der Tiefer. Guck dir das an. Toll. Richtig urig. Überall diese tolle alte Bäm da. Ich meine, wenn ihr da guckt, die Bäm, die sind ja auch nicht da gewachsen, die haben sie auch daher gepflanzt quasi. Also ich hoffe, dass euch das jetzt nicht langweilig ist, weil ich kenne da wirklich noch Filme. Ich finde es einfach nur schön, wenn ich da durchgehe und so mal das angucke, die Bäume angucke und die Pflanzen angucke. Es ist einfach nur eine wunderschöne Pracht. So, das ist jetzt erst der Parkplatz. Bitte nicht vergessen, wir befinden uns jetzt erst auf dem Parkplatz. Es geht jetzt noch weiter. Komm Schätzel, wir laufen mal in der eigentliche Teil von dem Park. Ich meine, das da ist ja nur der Parkplatz. Dürfen wir nicht vergessen. Komm, wir laufen da entlang, das ist ein schöner Weg doch. Oh, das ist einfach die Straße. Ja. Wunderschön, wirklich wunderschön. Ah, 2 Jahre hat gemacht. Naja, in den letzten 2 Jahren ist das gemacht worden. Ne? Ja. Ja, wir sind ja schon 2 Jahre nicht mehr in Koschan gewesen. Oh, ja. 2 Jahre ist schon. Ah, ja. Okay, Schatzi, Lehr von Corona jetzt. Oh, im Januar 2019 hat es angefangen mit Corona. Oh. Das heißt jetzt, wir haben jetzt seit März, kann ich sagen, 1 Jahr und 2 Monate läschen durch Corona waren wir nicht unterwegs. So, ja. So, und vorher waren wir im Nord unterwegs. Ja. Das restliche Jahr waren wir im Nord unterwegs mit dem Motorrad. Ja. Das heißt also, wir waren jetzt seit schon, wie gesagt, bestimmt schon 2 Jahre nicht mehr in Koshan. So, und deswegen, das ist jetzt gebaut worden in der Zeit. Wir kennen nur den eigentlichen Park, wo wir jetzt hingehen. Und das sehen wir jetzt gleich. Springbrunnen von oben noch einmal. Wunderschön, wirklich wunderschön. Guck, die Archidee wo da draußen, wie toll. Überall die Figuren da drin. Das ist einfach nur eine Pracht. Ach, was eine Pracht. Mensch, Wahnsinn. Oh, das da gefällt es Cindy bestimmt wieder. Cindy, ich weiß, du liebst Archideen. Diese Archideen filme ich nur für dich. Ja, danke. Mach auch Bilder. Wunderschön. Guck mal da auch noch, wie toll. Dann mach auch Bilder auch. Ja, mache ich jetzt. Einen Moment. Ah, ne, okay. Ne, Benno, ja, wie gesagt, das sind überall Plätze dann, Restaurants, die machen am 9 Uhr auf. Kann man da schön essen. Also einfach nur schön. Einfach nur traumhaft schön. Ab vor mein Frühstück gehen wir dann über noch, Schatz. Der eigentliche Garten zeige. Da ist ja der neue Teil, der alte Teil, den müssen wir zeigen. Da ist ja noch das Wunderschöne. Ja, sehr schön. Ist ja auch gut, gell? Ja, wunderschön. Super cool. So, und jetzt gehen wir eigentlich in den Garten, wo wir gekannt haben schon, wo uns super gut gefällt. Gucken eigentlich mal überall die Bronzefiguren an. Warte mal, deine Hirsch. Hier die Bronzefigur. Wir laufen jetzt an der Toilette vorbei. Gucken euch denn hier schon. Riesig groß, also Wahnsinn, ganz fantastisch. Saubere Toiletteanlage, ganz fantastisch. So, jetzt gucken euch das im Ohr. Die Liebe zum Detail, die hier Gepfer ist, das ist absolut Wahnsinn. So, und da geht es eigentlich in den Garten, wegen dem ich immer herkomme, bin ich jetzt mit der Caravan. Weil uns das Stadtteil schon so super toll gefallen hat immer. Hammer. Absolut Hammer. Du kannst schon bald ein ganzes Video drehen, nur von dem gerade. Ach, Wahnsinn. Boah, guck mal, ich denke auch her. Sehr schön. Das war gut ab. Mit der schönen Platz. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Klasse. Aber du hast nicht so gern ab, gell? Boah, das ist sehr schön, ne? Hammer. Absolut Hammer.
Aber ich darf bewegen. Orchidee, Wind, Schatzi. Wind. Wind oder eine große Schlange. Oh oh. Schon hinweg. Guck mal, diese Kunst mal, wie die Steine da, das ist Marmor. Ja, das ist richtiger Marmor. Wahnsinn. So eine Liebe ins Detail. Guck da mal über das Eck auch mit deinen Blumen, mit den Töpfen. Das sieht auch ganz fantastisch aus. Überall diese Steinskulpturen. Ganz klasse. Schatz, komm doch mal her. Das ist auch ein super tolles Motiv, ein Bild. Guck, sich einer die Liebe zum Detail an. Das ist doch einfach nur Hammer. Natürlich ist Wahrzeichen von Chandaburi, die verschiedenen Obstsorten in riesengroß. Mankut. No. Mankut. Mankut. Durian. Und die Durian. Ja, die Königsfrüchte von Chandaburi. Ja, genau. So, und komm, und jetzt gehen wir gut Tasse Kaffee trinken. Ja. Langsam haben wir nämlich Kaffeedurst. Frühstückshunger. Schauen wir mal, da riecht es immer schon gut noch Kaffee. Kaffee im Bakery-Shop. Wahnsinn. Ach komm, du fängst der Wasserfall am Ende fotografiert. Ah ja. Wunderschön, guten da auch. Sei, dass die Liebe zum Detail, wo die da gemacht haben, ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Da ist was richtig, richtig gut gemacht. Anders kann man es nicht sagen. So, und du gehst in den Essensbereich. Schauen wir gleich, was du zu essen gibt. Also das hier ist der Essensbereich. Es ist halt noch sehr früh heute Morgen. Ja. Auf jeden Fall auch schön gemacht. Auch vom Detail her schön gemacht. So kriegt man so das alltägliche Essen. Kaffee trinken wir da über dann. Also das hier ist jedenfalls nur Reh, ja? Also Wildragout aus Reh. Dann das hier ist, was ist das so wieder? Ah, nee, Hinnenhau. Ah, nee, das ist vom Haushuhn. Also das ist ein bisschen grober. Die Haushühner sind ein bisschen weniger mit Fleisch. Das hier ist das was? Enden. Ah, das ist Ende, okay. Ja. Das da noch? Das ist wie Musa, Tomat. Ah, so, das ist also Gemüse mit Hackfleisch. Das da, das ist mehr. Ja. Das sieht gut aus und das sieht auch gut aus. Von Ghana, genau, das essen wir. Prima. Mön gan kapum. So, dann brauchen wir uns noch gleich extra Würze. Na, aller gut. Meins macht schon auch gleich so, ne? Ja.
So, da kommt das nächste Teller, das ist meine. Da kostet Teller zwischen 40 und 50 Watt. Super. Das hier ist mein Teller, der ist größer wie deiner. Ja, ja, ja. Ich denke selber. Ajo. So, ihr Lieben, und ich schalte jetzt ab. Ihr seid erst mal Gäste. Gute Appetit. So, das sind auch ganz tolle Archideen. Wie heißen die wieder? Gui Liang Chan. Gui Liang Chan. So, und das ist das Kaffee, wo wir jetzt hingehen. Direkt neben dem schönen Wasserfall. Das NG Coffee. Coffee and Bakery Shop. Ja, mach Tür auf. Wunderschön. Du hast mir noch was Süßes dazu gekriegt zum guten Kaffee. Anni, an den Kap. Kap. Anni, du ei. Anni, du ei. Schönen. Schönen. Lava und Schokolade. Oh, nein, nein, auch ein Lava und Schokolade. Wir haben Shop Schokolade, ne? So, suchen wir Plätze. Wir bleiben da hin, aber, ne? Das ist schon ziemlich warm. Richtig schönes Kaffee hier. So, jetzt trinken wir noch ein gutes Kaffee, kleiner Cappuccino und irgendwie kleine Süßigkeiten dazu. Das hat jetzt, das komplett hat jetzt, seit, glaube ich, 190 Watt gekostet. Also unser Essen übrigens hat nur 50 Watt gekostet. Eine Person, also zwei Personen 100. Aber für den Kaffee und die Süßigkeiten haben wir jetzt 190 gezahlt. Ja. Gut, ist aber immer so. Okay. Zum Wohl. Zum Wohl. Große Cappuccino, das ist immer gut. Süßigkeiten sind lecker. Ist das mein Tee oder ist das ein Blumenwäschen? Oh ne, das ist heiß, das ist Tee. Ich habe gedacht, wir haben so Blumenwäschen hier gestillt und auch mit ein paar Blümchen drin. Naja, gut, okay. Schauen wir mal. So, und weiter geht's mit unserer Fahrt. So schön wie der Parkplatz da ist, so schön wie der kleine Park da ist. Wir fahren jetzt weiter nach Koh Chang. Wir sehen uns wieder auf der Fähre. Na, vielleicht filme ich ja mal unterwegs noch. Nur kurz auf der Strecke. Ach, es ist einfach nur Pracht. Eine Pracht, wie die da alles bis ins kleinste Detail so wunderschön gemacht haben. Einfach wunderschön. Mehr kann man nicht sagen. Einfach nur wunderschön. Ach, jetzt bin ich an seinem Auto sogar auf dem Beigluff. Nee. Vor lauter Google. Schätzel du, wie ist unser Auto? Ah, Caravan ist auch total begeistert. Oh, rechtzeitig bevor wir gehen, ist der Springbrunnen noch angesetzt worden. Na, prima. Vielleicht gern steilen hier. Na, alle hopp, auf jeden Fall was passend fürs Video jetzt noch kommt, bevor wir da weggehen, dass der Springbrunnen noch angegangen ist. Ah, wunderschön, ne? Wunderschön. So, komm auf, weiter. Na, noch ein Stückchen zu fahren, ich will auf die Fähre. Ja, und wie gesagt, angrenzend zum offenen Dschungel hinten aus. Da hinten ist nur noch Dschungel. Dschungel und Berg. So, Liebes, auf, komm jetzt. Zack, zack.
Bambo. Nee. Egal, kann man trotzdem so. Waren wir noch nie, aber schön. Schön falsch sind wir gefahren, da wollten wir eigentlich nicht her, aber. Oh, schön. Obwohl es auch schön ist. Doof. Da sind wir falsch, ihr Leute. Gibt's dann das jedes Museum. Aber interessant, aber interessant. Schön, schön direkt am Strand. Alle Leute, wir sind da jetzt zwar falsch gefahren, aber schön Plätzchen. Wie hat das jetzt geheißen? Autankuh. Also, das muss man auch mal anfahren. Da kann man schön essen direkt am Strand. Wunderschön, guck euch das an. Toll. Ne? Für uns war es der falsche Weg, aber schön zum Angucken. Also, ihr Leute, guck euch das an, wie wunderschön hier. Wirklich, ein ganz tolles Plätzchen. Kommt alle. Schöne Restaurants hier direkt am Strand. Toll. Und der Palmen. Also klasse. Also wirklich fantastisch. Ja, und der Ibis halt eben Koh Shang. Aber es ist doch schon ein wunderschönes Plätzchen. Nee, wirklich goldig du. Da ist anscheinend sowieso ein kleines Hotelchen. Ist das der Name da? Ja. Hallo, wir sehen haben wir den Namen. Gar nicht schlecht, durch Zufall herkommen. Machen wir Bille an. So, jetzt sind wir endlich auf der richtigen Spur. Welcome to Mu Koh Shang National Park. Ja. So, jetzt fahren wir nämlich nur noch an die Fähre. An die Fähre, sag ich. An das Schiff, sagen wir einfach, an die Fähre, ne? Ja. Sind wir gleich da. Ja, das Wetter wird Gott sei Dank auch gleich ein bisschen besser. Heute Morgen war es ziemlich bewölkt. Jetzt so einen. Oh, ein paar Motorradfahrer. Wow. Ach, Kittung, mein Motorrad. Kittung, juhu. Aber Kleider, wie genau wie Martin, you see? Ich glaube, die Fähre ist jetzt gerade vollkommen. Das ist gut. Weil du haben hier runtergekommen. Das sieht gut. Dauert es nicht so lange. Langsam, ne? Wir sind zwar überall am Bau. So, da müssen wir rechts abbiegen, wo der große LKW da steht. Dann weiter. Wie weiter? Auto! Hinter dem LKW. Langsam. Oh, du Himmels, Stau. Was ein Dreck, Gott sei Dank habe ich mein Auto nicht geputzt. Pass. So, jetzt fahre ich über dem Seich Ding drüber, ist das in Ordnung? Naja, ich fahre halt jetzt mal drüber. Ja, die Fähre ist gerade angekommen. Ja, gut. Ja, du sagst jetzt passt, das will ich mal sehen, ob das passt. Ob wir jetzt noch eine Stunde warten müssen. Ich weiß nicht, ob die alle halbe Stunde fahrt, wie normalerweise. Normalerweise fahrt die Fähre immer eine halbe Stunde. Ja. Alle halbe Stunde. So, geben wir mal Geldbeutel drunter her. Kaufen wir unsere Tickets. Fertig ab? Fertig ab. Song Honda, fertig ab. Drive, wait in line. Oh, ich denke, das passt nicht. Fertig ab? Fertig ab. Carbon. Ja, ich denke auch, dass wir jetzt alle gerade drauf kommen auf das Boot. Das macht sich natürlich prima. Denk schon, dass ich. Da ist ja gerade eine Reihe. Um Gottes Willen, normal stehen da etliche Reihe. Ja.
So, jetzt fühlt man sich wirklich wie in der Titanic, wo die zwei Verliebte an der Spitze gestanden haben vom Schiff. Und haben im Wind die Haare fliegen lassen. Schatz, ich geh mal auf die andere Seite noch, ne? So, da oben ist Festland. Die Fähre ist halber leer. Wir haben gerade Glück gehabt, die Fähre war gerade leer gemacht, weil wir gekommen sind. Und gerade gestattet, wie wir auf dem Schiff waren. Haben wir echt voll Glück gehabt. Sieht fast aus, wie wenn der Fährebetrieb wie normal läuft, also alle halbe Stunde. Ein Boot lädt ab, ein Boot kommt an. Da kann man sich Kleinigkeiten kaufen, Getränke und Sachen. Na, ich denke mal so 20 Minuten dauert im Schnitt immer die Fahrt. Ne? Wir sind schon öfters durch die Bergung. Aber nicht mal vor 2 Jahren, das ist schon eine Zeit lang her. Ne? Ja. Schöner Wind ist halt, war nicht so heiß, das macht sich echt gut. So, wir kommen immer näher. Dauert noch ein paar Minuten, schätze ich. Schade, dass kein so schöner blauer Helm ist. Naja, auch mit dem, wenn man es schön hat. Das war's heute. Wir kommen jetzt in Koh Chang an. Weiter geht's morgen mit unserem Film. Morgen die Ankunft in Koh Chang. Wenn es euch gefallen hat, der erste Teil, Daumen hoch, Kanal abonnieren und am besten wieder kommen. Ja. Wir sehen uns morgen. Und nicht vergessen, beim Channel. Ah, beim Channel. Ja, dann hätte ich ja auch nichts wieder vergessen. Beim Channel. Nicht vergessen, auch abonnieren. Auf Wiedersehen. Steht unten in de Kommentare, steht der Kanal. Kanal-Link drin. Ja. Okay, dann, das war's. Ciao, ciao für heute. Bis morgen auf Koh Chang. Tschüss. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.